Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Katrin von Gabelschere Blog und heute geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, um das Thema, wie fülle ich die Schultüte meines Kindes? Ja, dieses Jahr ist alles anders. Es ist für mich auch die erste Schultüte, die ich selber fülle. Ich erinnere mich aber auch noch ein bisschen daran, was es zu meiner Kindheit gab. Ich werde euch heute zeigen, was ich für einen kleinen Trick anwende, was ich für Besonderheiten ausgesucht habe für meine Tochter und auch noch einen weiterführenden Blogpost, wo ihr noch mehr Ideen und Inspirationen von mir finden könnt. Also los geht's! Ja, ihr könnt es schon sehen, hinten im Bild, der Schulranzen wartet bereits auf Marie, denn hat sie sich schon ausgesucht. Und da geht es so ein bisschen um das Thema Meerjungfrau. Dieses Thema werde ich auch in der Schultüte aufgreifen. Ihre wirkliche Schultüte ist noch nicht hier, denn die möchte gerne die Oma schenken, ganz traditionell. Und deshalb ist sie auch noch nicht hier. Was ihr hier im Bild seht, sind so kleinere Geschwistertüten, beziehungsweise so Kita-Tüten nennt man das auch. Eine Sekunde. Denn für den kleinen Bruder wird es dieses Jahr auch ein ganz besonderer Wiedereinstieg in den Kindergarten. Nach der langen Corona-Pause wird er dann in den Kindergarten wieder starten ohne seine große Schwester. Das ist natürlich auch eine Veränderung für ihn. Und damit er nicht traurig ist, bekommt er auch eine Schultüte im, Unterwasser-Look. Die habe ich ganz einfach über Amazon bestellt. Ich weiß aber ganz sicher, dass es bestimmt auch in eurem örtlichen Buchhandel oder Fachgeschäft kleinere Schultüten gibt. Das finde ich eine ganz süße Idee. Da kommt auch nicht viel rein, außer Marshmallows und ein kleines Schleichtier. Genau, und da habe ich auch schon den ersten Trick verraten. Den habe ich von einer Nachbarin aufgeschnappt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, falls du zuschaust. Nämlich, dass wir die Tüte ja nicht komplett voll machen, sondern unten in die Spitze der Tüte kommt erstmal hier so eine Marshmallow-Tüte rein. Die ist nicht so schwer, denn die Kinder müssen sie ja auch selber tragen können. Und füllt dann erstmal schon mal ein ganzes Stück der Tüte auf. Ansonsten gibt es viele Süßigkeiten. Und das ist ja natürlich der Sinn der Sache. In manchen Gegenden heißt es auch Zuckertüte und ich glaube, viel mehr erwartet meine Tochter da auch nicht. Darum kommen da nur ein paar Kleinigkeiten rein. Nebenbei wird sie aber auch noch andere Dinge geschenkt bekommen, die sie wirklich auch nützlich brauchen kann. Welche das zum Beispiel sein können, zeige ich euch in meinem aktuellen Blogpost, den ich parallel zu diesem Video veröffentlicht habe, also ganz aktuell gehalten. Was könnte das Kind sonst noch gebrauchen, nebenher an nützlichen Artikeln, aber auch an schönen Dingen. Schön wie zum Beispiel Bücher. Ich mag Bücher besonders gerne. Ich werde sie euch jetzt nicht im Einzelnen vorstellen. Ich bespreche die noch näher im Blogpost, denn das sind zwei Bücherreihen, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Also schaut unbedingt mal hinein, was es da noch so für Tipps gibt, auch was die nützlichen Artikel angeht. Aber jetzt kommen wir zurück zur Schultüte. Ja, aus der Kategorie schöne Dinge habe ich für meine Tochter so ein kleines Glücksbringerchen ausgewählt. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal in der Nahaufnahme. Da ist eine kleine Meerjungfrau drauf zu sehen. Das kann sie sich dann entweder in den Ranzen reinstecken oder irgendwo mit dabei führen. Ansonsten für Jungs kann ich vielleicht auch noch empfehlen Sorgenfresser oder Mutmacher. Da gibt es ja eine Reihe von Variationen, was für euer Kind vielleicht am ansprechendsten ist. Was ich auch noch mir bestellt habe über Etsy, über einen kleinen Shop, ist so ein Namenskettchen. Das kann sie an ihren Ranzen dran klemmen. Und da steht nochmal ihr Name drauf. Das kann man sich auch individuell gestalten lassen. Und damit kann man auch gleichzeitig kleinere Shop-Betreiber unterstützen. Ja, wie ich es eben angesprochen habe, ein großer Fan von Kettchen und Armbändern ist sie nicht. Aber ich habe ihr hier so ein kleines Set bestellt, wo sie sich selber nochmal ein Kettchen zusammenstellen kann. Das habe ich ganz genau aus dem Grund ausgewählt, weil da eben auch nochmal so kleine Meerjungfrauen-Accessoires drin sind, so kleine Schwimmflossen etc. Und mit diesen Symbolen kann sie halt sich ganz gut anfreunden. Und ich glaube, das ist eine schöne Kleinigkeit, die man natürlich auch vorab schon zusammenstellen kann und ihr dann auch reinlegen kann in die Schultüte, damit das nicht so schwer wird. Ein weiteres Accessoire, was wahrscheinlich bei keiner Schultüte fehlen darf, sind Papeterieartikel. Auch dazu habe ich euch eine ganze Varianz in den Blogpost reingeschrieben. Bei Marie gibt es jetzt hier diese Mermaid und Unicorn Pencil Pack.
Das war so ein Pack aus verschiedenen Stiften, also Bleistifte. Und Bleistifte werden sie ja in der Grundschule tatsächlich mehr brauchen. Und die hier haben halt dieses Meerjungfrauenmuster noch mit drauf. Das findet Marie halt besonders schön. Und davon werde ich ihr nicht alle reinpacken, aber ein paar reinpacken. Und die anderen kann ich dann als Geschenk nehmen für befreundete Kinder. Denn ich werde da auch so kleine Geschenktütchen für parat machen, für ihre engsten Freunde. Dass auch die was zur Einschulung von ihr geschenkt bekommen. Und ich glaube, damit ist man ganz gut aufgestellt mit so einem Mehrfachpack mit schönen bunten Stiften. Dann einen Shop kann ich euch auch noch ans Herz legen, den ich schon seit sehr langer Zeit unterstütze, weil ich sie einfach ganz cool finde, was sie alles so auf die Beine stellt und für Ideen hat, nämlich Kaonka Design. Ihr findet sie über Instagram und da habe ich sie auch öfter schon erwähnt. Und sie macht unter anderem solche Lesezeichen. Die werden natürlich zum Lesen umgedreht, sodass das Kind dann wirklich Zeile für Zeile lesen kann und sich auf diese Zeile konzentrieren kann. Das finde ich ganz süß gehalten, weil es auch hier wieder mit den Fischen ist und dem kleinen Seepferdchen. Also passt das zu Maries Thema. Bei Kaonka Design könnt ihr euch das ganz individuell gestalten lassen. Da habe ich auch ihr T-Shirt-Bügelbild auch erhalten. Und ich finde, das sind so Sachen, das kann man einfach nicht irgendwie über große Online-Händler bestellen, sondern das kann man ganz individuell aussuchen. Ja, zu guter Letzt, Marie mag Sticker genauso wie ihre Mama auch und darum habe ich für sie noch so ein kleines Sticker-Set besorgt. Und das ist es auch schon fast gewesen. Es gibt, wie gesagt, noch, hier ist zum Beispiel noch, andersrum, noch so ein schönes Heftchen, so ein Hausaufgabenheftchen, wobei ich natürlich weiß, dass sie wahrscheinlich in der ersten Zeit so ein Hausaufgabenheft noch nicht wirklich braucht in der Grundschule. Aber trotzdem, mir hat das Heft ganz gut gefallen und ich weiß, Marie wird es auch lieben. Und sie hat auch jetzt schon angekündigt, dass sie gerne mal einen Kalender führen möchte, so wie die Mama das macht, mit Stickern drin und so weiter. Und deshalb sind solche Kleinigkeiten wie so ein Heft eben auch immer ganz gerne gesehen. Ja, falls ihr noch mehr erfahren wollt rund um das Thema Schultüte, kann ich euch wirklich meinen Blogpost empfehlen. Da schreibe ich euch das nochmal detailliert auf, was für Ideen es gibt aus den einzelnen Kategorien. Ich habe es wirklich nach Kategorien auch sortiert, denn ich denke, Schultüte ist für jedes Kind was ganz Individuelles. Ich kann euch jetzt nicht den Tipp geben für euer Kind, sondern einfach nur die Anreize und Ideen geben, was vielleicht für euch interessant wäre. Ich persönlich möchte es eher klein halten. Ich werde da keine großen Sachen reinstecken. Eine Armbanduhr zum Beispiel hat Marie auch schon. Das sind also so Dinge, so klassische Dinge. Eine Armbanduhr wäre vielleicht noch so das Highlight in der Schultüte für das ein oder andere Kind. Andere Eltern sagen, sie machen bewusst eigentlich nur ein Geschenk in die Tüte. Ansonsten nur Süßigkeiten und dann vielleicht das ein oder andere Geschenk an dem Tag selber dann noch drumherum. Denn die Schultüte wird bei uns ja auch selbst getragen von den Kindern. Sie nehmen sie ja mit zur Schule. Also zumindest ist das der Plan. Wer weiß, wie die Einschulung in diesem Jahr stattfindet. Aber es ist so, dass ich auf jeden Fall auch das Haus ein bisschen mehr schmücken werde, als ich es ursprünglich vorhatte. Ich wollte ursprünglich gar nicht so viel Dekoration etc. machen. Ich werde es aber tatsächlich ein bisschen ausschmücken, das Haus schmücken. Da werde ich sicherlich auch nochmal einen Blogpost dazu schreiben. Für diejenigen, die da Ideen suchen, wie kann ich mein Haus schmücken, was gibt es da Sinnvolles auf dem Markt, was könnte ich machen, was sind die Ideen. Auch dazu empfehle ich euch noch meine Pinterest-Seite. Da habe ich jetzt eine extra Pinterest-Pinboard gemacht rund um das Thema Schule, Einschulung, Schulkind. Und da findet ihr auch zigtausende Ideen. Also es gibt wirklich für jedes Kind, glaube ich, das passende Thema und rund um dieses Thema kann man das gestalten. Ich, wie gesagt, halte es sehr gering. Ich möchte da nicht allzu viel Kram reinpacken, denn mit der Schule kommen ja ohnehin noch viele Sachen. Wir erhalten im Juni jetzt ja auch noch eine Liste mit Artikeln, von Schreibwarenartikeln, was das Kind tatsächlich braucht für eure Grundschule. Das ist ja auch wieder sehr individuell und das sind ja auch alles Artikel, die sie dann haben wird. Von daher halte ich es lieber ein bisschen gering und konzentriere mich auf die Süßigkeiten. Ich weiß, dass sie sich da riesig drüber freut und viel mehr soll in die Schultüte aus meiner Sicht oder für mein Befinden gar nicht reinkommen. Falls ihr noch Ideen sucht, was in eine Jungs-Schultüte reinkommen soll, dann empfehle ich euch auch das Video von Anna
aus Österreich, die hat zwei Jungs, die kennt sich also sehr gut aus mit dem, was Jungs gerne sehen mögen oder womit sie spielen oder was sie interessiert. Ich verlinke euch das Video von Anna auch nochmal in der Infobox, da könnt ihr das auch nochmal sehen. Und ansonsten empfehle ich euch meinen Blogpost. Und damit entlasse ich euch in die große Ideenwelt der Schultütenpackerei und eine große Vorfreude, denn ich finde, gerade in diesem Jahr haben wir uns alle ein bisschen Vorfreude verdient und ich glaube, das tut den Kindern auch ganz gut, wenn sie ein Highlight jetzt mal wieder haben in diesem Jahr und auch für die Eltern, glaube ich, ist es ein schöner Ausgleich. Und damit hoffe ich, konnte ich euch ein paar gute Ideen geben und wünsche euch viel Spaß beim Packen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!